Hallo, herzlich willkommen bei Neues Miteinander TV vor Ort. Wir sind heute hier vor der Humboldt-Universität in Berlin. Es ist eine Jubiläumswoche. Vor 250 Jahren wurde Humboldt geboren. Und heute ist hier eine Podiumsdiskussion. Und zwar zum Thema, Humboldt würde sich einmischen und wie. Über den Zusammenhang von Wissenschaft und Politik heute. Ja, das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Bei der Anmeldung wurde dann eine Frage gestellt. Und zwar wurde gefragt, wann sollte sich Ihrer Meinung nach die Wissenschaft in die Politik einmischen? Und dann habe ich überlegt und dann habe ich reingeschrieben, immer. Vor allem dann, wenn angeblich die Naturgesetze außer Kraft treten. Ja, jetzt sind wir hier. Wir werden in die Veranstaltung auch reingehen und euch wieder berichten. Humboldt würde sich einmischen über den Zusammenhang von Wissenschaft und Politik heute. Das war die Podiumsdiskussion als Anlass der Festwochen zum 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt an der Humboldt-Universität zu Berlin, vorgegangen aus einer gemeinsamen Anstellung von Deutschlandfunk Kultur und der Zeitschrift Die Zeit. Mit dabei waren, wie Sie zuletzt gehört, Anita Engel, Soziologin von der Universität Hamburg, Cem Özdemir, Mitglied des Bundestages der Partei Die Grünen, die Aktivistin unter anderem für die Transformation in der Textilindustrie Nora Menina-Fehling, Philosophin an der Humboldt-Universität Rahel Jeggi und der Unternehmer und Wissenschaftsmäzen Erk Rickmanns. Mein Name ist Hans-Dieter Amender und ich habe die Sendung geführt mit dem Leiter des Diskurs Chance der Zeit, Manuel Hart. Vielen Dank. Auf jeden Fall können Sie also jetzt gedanklich sozusagen einmal das Fenster aufmachen. Jetzt sind Sie mit dran. Wir müssen mal gucken, wie wir zum Gespräch kommen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Wissenschaft per se dazu führt, wenn man Akademiker ist und Professor ist, dass man dann nur zum Gelingen und zum Fortschritt der Menschheit und was weiß ich nicht, Frieden in der Welt nur bei Dachherzen. Ich schon mal heute mal genau sollte man auch nicht von der Wirtschaft reden, weil auch da. Ich komme gleich zu Ihnen. Ja, hallo. Ich bin Angela Maar. Ich habe eine Frage zum Thema Wissenschaft und Politik heute. Und zwar gab es ja in der jüngeren Geschichte ein Ereignis, was in der Wissenschaft sehr kontrovers diskutiert wird. Und in der Politik ist man sich aber wirklich so ziemlich einer Meinung. Das sind die Terroranschläge vom 11. September. Sollte die Wissenschaft sich hier einmischen? Sollten die neu untersucht werden oder sollten die nicht neu untersucht werden? Was war das hier? Genau, die Anschläge vom 11. September. Da ist mir jetzt nicht so ganz klar drauf. Sie meinen mit Untersuchung den Fall an sich? Ja. Ich glaube, den war jetzt gerade. Den Fall an sich, ja. Die Andeutung einer Verschwörungstheorie im Herrn. Der aktuelle 11. September ist auch wissenschaftlich, bitteschön, nicht umstritten. Also ich habe zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit mehr oder weniger auch ein bisschen über diese Bewegung gesprochen. Das knüpft ein bisschen anders, wo ich Ihnen gerade ins Wort rein wollte, weil in Afrika hat man auch einen Anspruch darauf, keinen Kühlschrank besitzen zu wollen. Also nicht Teil des Kapitalismus und des Materialismus zu werden, sondern zum Beispiel... War das schon die ganze Antwort oder ist irgendwas untergegangen? Was ich damit sagen will, ist sozusagen, es ist wichtig, den 11. September oder bestimmte Meinungen, dass das jetzt schlecht ist oder dass es gut ist, die Vorstellung von gut und schlecht, die hängt ja auch mal mit zusammen mit einer bestimmten Vorstellung von Werten und Kosmologie, also Bild von Welt. Und jetzt ich als Religion- und Kulturstudierende beschäftige mich ganz viel damit, dass es mehr als eine Kosmologie gibt, mehr als ein richtig und ein falsch. Die Wissenschaft hat meiner Meinung nach untersuchen in jede Richtung, auch in Verständnisprozesse, die uns völlig konträr sind zu unserem ethischen Verständnis. Und das ist auch etwas wie, warum gibt es Bewegung? Warum haben sich zum Beispiel Deutsche dieses angeschlossen? Und wie haben sie das getan? Und solche Geschichten. Und das ist super ethisch verwerflich und das ist ein ganz spannendes Feld. Deswegen eigentlich ist die Frage vielleicht doch nicht so schlecht, weil Wissenschaft muss frei davon sein und Politik muss trotzdem Wissenschaft fördern und den Freiraum Wissenschaft lassen, in alle Richtungen zu forschen. Und dann wiederum ist der Diskurs dasjenige, was die Interpretation der Information, das ist die Gretchenfrage von Albert Einstein. Ist es falsch gewesen, die Atomspaltung herauszufinden oder nicht? Die Interpretation dessen ist vielleicht das, was am Ende von der Mehrheit als falsch bewertet wird. Und trotzdem ist es doch immer noch so, dass es sehr viele... Das ist so schwierig zu beschreiben, dass es sehr viel Konsens darüber gibt, dass die Freiheit der Erkenntnis, dass man es herausfinden und hinterfragen darf, vielleicht wichtig ist, um noch mehr herauszufinden, als was es die Erfindung der Atombombe bedeutet.
Und das ist, glaube ich, die Essenz dessen. Auch ein 11. September muss weiter erforscht werden. Aber auf der anderen Seite, Nachhaltigkeit zum Beispiel, bedeutet ja auch nur Verantwortung. Verantwortung in jedem Themenbereich. Und das ist auch Alexander von Humboldt schon gewesen. Er hat gesagt, es stoppt nicht hier oder da. Er hat vier Bände über einen Kosmos entworfen, wo er in jeder wissenschaftlichen Disziplin geguckt hat und sich immer wieder die gleiche Frage gestellt hat. Vor allem war Humboldt ein Internationalist, das muss man mal festhalten. Ja, das ist schon sehr wichtig. Aber das ist einer, der sehr deutlich formuliert hat, dass die Ansprüche nicht nationale Ansprüche sind, sondern das hat sich hergeleitet von dem globalen Anspruch. Das liegt doch mal eins daran, dass das hier nicht so widerspruchslos stehen bleibt. Wenn es da oben einen Schöpfergott gibt, hat die Frage gerade eben für mich gezeigt, dass der Wahnsinn, der Irrsinn unter allen Religionen, unter allen Kulturen, allen Zivilisationen halbwegs gleichmäßig verteilt. Und diejenigen, die glauben, dass die Anschläge auf den 11. September gar nicht stattgefunden hätten, die findet man leider hier genauso, wie man sie in den Kulturkreisen findet, wo meine Vorfahren herkommen. Und diejenigen, die sich für universelle Werte einsetzen, findet man auch überall. Vorsicht, da sind sie gerade drin und bist auf Glatteis. Es gibt in Moskau welche, die Demokratie wollen. Es gibt in Hongkong welche, die Demokratie wollen. Ich kenne dieses Argument, dass es in manchen Kulturen anders sei. Ich habe das hier. Das ist die begrenzte Aufregung, dass es halt da irgendwie anders sei. Nein! Uns Menschen wohnt inne der Drang nach Freiheit, uns Menschen wohnt inne, dass wir eigentlich leben wollen in einer Gesellschaft, wo man sich nicht die Köpfe einschlägt. Und es gibt Herrscher, die behaupten, nein, bei uns ist das anders. Es gibt Religionen, die behaupten, nein, bei uns ist das anders. Es ist nirgendwo anders. Und deshalb überall würde ich mir wünschen, sozusagen, wo man sich das vorgedacht hat. Ich bin glücklich, dass Sie das als deutscher Politiker sagen und trotzdem hoffe ich, dass Sie der Wissenschaft erlauben, es auch anders zu hinterfragen. Ohne die Meinung dessen. Es gibt nicht die Objektivität, ja, das ist auch der Mythos, aber trotzdem ist zu entscheiden. Denn Sie haben im Grunde genommen gerade interpretiert, was da schon diesen Anschlag wollte, oder hieß es, Entschuldigung, was der Hintergrund dessen war. Frau Fing, ich kann Ihnen gar nicht folgen. Also, dass die Anschläge vom 11. September Gegenstand von Reflexion von gesellschaftlichen Prozessen sind. Und dass untersucht wird, welche Rolle dabei politische Interessen, religiöse Interessen, Gruppenverständnisse, kulturelle Hintergründe und so weiter spielen, ist doch vollkommen unstrittig. Also das stellt doch keiner in Frage, dass das untersucht wird. Aber dass es sozusagen eine Art von wissenschaftlicher Augenklappe gäbe, da nicht hinzugucken, das sehe ich nicht. Ja, also falls das die Unterstellung der Frage war, aber ich war mir nicht mal sicher, ob Die Frage war, ob die Vorfälle, die am 11. September passiert sind und der Einsturz der drei Gebäude neu untersucht werden sollen von der Wissenschaft oder ob sie nicht neu untersucht werden sollen, weil wir alle Antworten schon haben. Was wäre der Grund, warum man das neu tun sollte? Ein Grund könnte sein, dass ein drittes Gebäude zusammengestürzt ist, ohne dass ein Flugzeug reingeflogen ist. Es könnte ein Anlass dafür sein. Ach, okay, also da sollten wir uns nicht länger damit aufhalten. Herr Erlwirf Müller, Fragen an sich. Das andere ist die Nummer 2. Ja, Herr Rezenanz, ihr heißt erst in Potsdam. Ich würde gerne zurück zum Thema Wissenschaft und Politik kommen. Ich glaube, dass die Diskussion vorhin gezeigt hat, dass das Verhältnis halt komplex ist. Ja, guten Tag. Wir sind hier vor der Humboldt-Universität bei der Veranstaltung. Humboldt würde sich einmischen, aber wie? Wissenschaft und Politik heute. Ich habe eine etwas provokante Frage zum Thema 9/11 gestellt da drinnen. Jetzt frage ich Sie mal etwas anders. Was meinen Sie, wie könnte man am konstruktivsten mit diesem Thema umgehen? Also ich denke erstens, man sollte alles untersuchen, was nicht geklärt ist. Das ist auch eine Aufgabe der Wissenschaft und man muss sich da sozusagen ergebnisoffen und und faktenorientiert und mit wissenschaftlicher Genauigkeit den Dingen nähern, um sie zu untersuchen. Man fragt sich natürlich, warum sie eine solche Frage stellen und denkt sich dann, dass möglicherweise Verschwörungstheorien im Hintergrund eine Rolle spielen. Und die gibt es ja in vielen historischen Zusammenhängen. Und ich denke, es ist immer wichtig, dem nachzugehen. Diesen Verschwörungstheorien liegt dann natürlich wieder zugrunde eine, wie ich finde, berechtigte Sorge um den Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes. Denn 9/11 hat natürlich zu einem
gewaltigen Belebung des Geschäfts in diesem Bereich geführt. Und man fragt sich natürlich, ob es wirtschaftliche Interessen gegeben hat, die da im Hintergrund standen. Und ohne dass ich suggerieren möchte, dass das so gewesen sei, denke ich, ist es wichtig, dass man sich der Frage nähert. Vielen Dank. Klar, wenn Sie das jetzt so sagen, könnte so sein, könnte auch anders sein. Und ich finde es total wichtig und richtig, dass man diesen Nachfragen nachgeht. Und man sollte nie aufhören zu hinterfragen. Das finde ich super. Und historische Narrative sind immer ein Problem. Und da ist es so gut, dass es immer Kritiker gibt. Es braucht immer die kritische Auseinandersetzung. Das ist super. Also etwas zu hinterfragen ist meiner Meinung nach immer richtig. Aber das wäre richtig schlimm. Rammstein ist nämlich zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, krass, dass da irgendwie nicht mal die Politiker in dem Moment das Ministerium leiten, in Gänze aufgeklärt sind. Und das sind solche Sachen, da muss es einfach mehr Transparenz geben. Und das Transparenz ist vielleicht das Stichwort, Transparenz und Hinterfragen. Sehen Sie da eine Chance, dass auch im Bereich Wirtschaft und Kapitalismus Wissenschaftler sich zusammentun könnten und über das Wirtschaftssystem, wie es verändert werden könnte, mal sprechen? Ich finde, das ist voll die Frage der Nachhaltigkeit, wie Wirtschaft verändert werden kann. Und ich glaube, es machen ganz viele unterschiedliche. Also, aber auch da, ich bin halt kein Experte dafür, aber ich finde, bei Fashion Revolution wollen wir Transparenz da reinbringen, dass es schon Leute tun. Und jeder trägt halt seinen Teil dazu bei. Und ich finde, Wissenschaft allgemein sind auf jeden Fall Leute, die sich diese Fragen stellen und damit vielleicht dazu beitragen. Und das ist wichtig und richtig, ja, finde ich, nach meinem Wertverständnis. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr schön, dass Sie am Sonntagmorgen zu einer solchen Stunde hier bei uns in der Humboldt-Universität sind. Humboldt selbst war ausgesprochen furchtlos, also das jetzt als kurze Überleitung zu dem Thema. Er sympathisierte mit den Ideen der französischen Revolutionäre, obwohl er Kammerherr des preußischen Königs war. Er tadelte öffentlich den Präsidenten Thomas Jefferson dafür, dass er auf seiner Plantage Sklaven einsetzte. Er war ein Mann mit Haltung und Mitteilungsbedürfnis. Dadurch, gerade dadurch, blieb ihm manche Tür verschlossen und manches Land unerreichbar. Wenn man heute jetzt schaut, so ist die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre in Deutschland im Artikel 5 des Grundgesetzes als Grundrecht geschützt. Wir sind stolz darauf, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung, sie ist ein Grundpfeiler auch unseres universitären Lebens und unserer Gesellschaft und unserer Freiheit, tatsächlich mit unserer Meinung umzugehen, trotz vieler Schwierigkeiten. Wir haben Ihnen bei der Einladung eine Frage vorgelegt, nämlich die Frage, ob Sie der Meinung sind, dass Wissenschaft sich in Politik einmischen sollte, sich zu Wort melden sollte in der Politik. 188 Antworten haben uns erreicht, 179 von Ihnen haben gesagt, ja, Wissenschaft soll sich einmischen. 9 haben gesagt, nein. Die Überspitzung geht so. Sind Sie der Meinung, dass sich Politik unbestrittenen zentralen wissenschaftlichen Erkenntnissen unterwerfen sollte? Wenn Sie dieser Meinung sind, dann heben Sie doch bitte eine Ihrer Hände. Vielen Dank, beide Hände gilt nicht. Vielen Dank. Ich versuche es jetzt mal mit der Gegenprobe, weil ich überlegen muss, welche Gruppe leichter zu zählen ist. Wer ist der Meinung, dass Politik das nicht tun sollte? Sich nicht der Wissenschaft unterwerfen? Ja, bitte ein bisschen höher. Das ist die kleinere Gruppe, die würde ich gerne zählen. Bitte jemand anders auch nochmal. Sie müssen sagen, welcher Wissenschaft? Ja, das. Ich ahnte dunkel, dass das hier mit der wissenschaftlichen Forschung sofort beginnen würde, weil nur in dieser Allgemeinheit kann ich diese Frage natürlich stellen, weil Wissenschaft ist ein weites Feld, Politik am Ende auch. Bitte nochmal das Handzeichen, damit ich das erzählen kann. Wir Veranstalter zumindest sind sicher, Humboldt würde sich einmischen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, Programmchef von Deutschlandfunk Kultur, und ich werde Sie durch die Diskussion führen, gemeinsam mit dem Leiter des Ressorts
Chancen der Zeit, Manuel Hart. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Cem Özdemir, Sie sind Politiker, Sie waren 10 Jahre Bundesvorsitzender, der Grünen Spitzenkandidat, das leiten Sie im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages. Ist Politik eigentlich auf der Höhe der wissenschaftlichen Erkenntnis? Gute Frage. Also es ist mit Sicherheit so, dass die gegenwärtige Angesichts der Dramatik, der Informationen, die wir aus der Wissenschaft bekommen, über die Klimakrise, soweit ich wusste, Begriff der Klimawandel meines Erachtens ein Begriff ist, der zu dient, das als einen Prozess darzustellen, der auch was Gutes, vielleicht auch was Schlechtes haben kann. Ich glaube, der ist auch bewusst kreiert worden, um dem Ganzen die Wucht und die Dramatik zu nehmen. Anita Engel, Sie sind Professorin für Soziologie an der Universität Hamburg, stellvertretende Sprecherin des Exzellenzclusters Integrated Climate System Analysis and Prediction. Ich lade Sie ein, erheben Sie die Stimme der Wissenschaft und erklären Sie uns, warum das ja doch einigermaßen dramatisch vorgetragene Szenario des Klimawandels nicht stärker die Gesellschaft verändert hat. Aus der soziologischen Sicht muss man anerkennen, dass wir die gewaltige Transformation, die eigentlich erforderlich wäre, um die Pariser Klimaziele umzusetzen, dass wir dafür einfach gar kein historisches Vorbild haben. Herr Brickmas, Sie sind Unternehmer, Ihre in Hamburg ansässige Gruppe befasst sich hauptsächlich mit Immobilien, Unternehmensbeteiligung und Schiffen. Und Sie haben vor 6 Jahren was Außergewöhnliches gemacht. Sie sind in einem Vertical nach Kalifornien gezogen und sind zurückgekommen mit dem Abschluss eines Studiums dort, nämlich in Religionen, in Religionswissenschaften. Und Sie sind auch Philanthrop. Sie haben 2016 die Humanities and Social Change International Foundation gegründet, also eine Stiftung, die sich ja, mit dem sozialen Wandel und dem Wandel aus der Wissenschaft heraus beschäftigt. Die finanziert 4 Forschungszentren, unter anderem eines hier an der Humboldt-Universität. Wenn die Wissenschaft nun genügend Wandel schüfe, dann bräuchte es eine Stiftung wie Ihre eigentlich nicht. Also warum haben Sie die gegründet? Zum einen treibt mich eine große Sorge um über die globale Entwicklung. Wir befinden uns in einer eskalierenden Krise, die viele Lebensbereiche erfasst hat und von denen der signifikanteste natürlich im Bereich der Ökologie zu finden ist, wo wir Menschen weltweit kollektiv in einem Prozess befinden, in dem wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstören. Aber das Unwohlsein vieler Menschen globaler Gesellschaften lässt sich nicht nur in diesem Bereich als signifikant gewissermaßen wiederfinden, sondern auch in vielen anderen Bereichen gibt es polarisierende Entwicklungen. Und ich bin besorgt darüber, dass wir es nicht schaffen, in einer Welt, die einer ungeheuren Beschleunigung ausgesetzt ist, wiederum in vielen Bereichen, dass wir es nicht schaffen, die richtigen Antworten zu formulieren auf die Fragen, die damit einhergehen und nicht zu den entsprechenden Lösungen kommen. Und vor diesem Hintergrund habe ich eine Plattform geschaffen, die dazu dienen soll, einen inter- und transdisziplinären Austausch zu ermöglichen, sehr stark basierend auf den Erkenntnissen der Wissenschaft. Und ja, ich bin der Meinung, Humboldt würde sich einmischen. Und ich bin der Meinung, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen müssen sich einmischen heutzutage. Es ist eine gesellschaftliche Verpflichtung für sie, das zu tun. Aber es geht auch darum, sich in einen Austausch zu bringen mit anderen Vertretern und anderen, die gesellschaftliche Diversität abbilden, Vertretern der Kultur, Vertretern der Wirtschaft, Vertretern der Politik natürlich, müssen wir ganz eng mit einbeziehen und dergleichen, um dadurch sozusagen auch aus diesem oftmals etwas inzestösen und einem bestimmten Jargon unterworfenen wissenschaftlichen Diskurs auszubrechen und die Dinge zu übersetzen in eine Art und Weise, die dann eben auch wirklich praktisch relevant ist und mit der man gesellschaftlichen Wandel, Social Change vorantreiben kann. Weil das brauchen wir. Wir können nicht so weitermachen, wie wir die letzten 50 Jahre gelebt haben, sondern wir brauchen in vielen Bereichen durchgreifende, radikale Veränderungen, um
um zunächst einmal, das ist, denke ich, das wichtigste Ziel, unsere natürlichen Lebensgrundlagen nicht zu gefährden. Vielen Dank. Nora Melina Schwering, Sie sind, ja, ich sag mal, eine politische Aktivistin. Sie sind eine der deutschen Koordinatorinnen der Kampagne Fashion Revolution und Sie sind Gründungsmitglied des FFF, des Future Fashion Forward Vereins. Sie sind auch noch in vielen anderen Initiativen aktiv, zum Beispiel auch bei Fridays for Future, und Sie sind auch Studentin an der Universität. Mir scheint, dass Ihre Politisierung, wenn ich das so sagen darf, einen großen Schub bekommen hat 2013 am 24. April mit dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch. Aus meiner Sicht ist das, was dann geschah, bis hin zum Index, ein Beispiel für eine sehr, sehr erfolgreiche Veränderung im Bereich der Wirtschaftspolitik. Wenn Sie jetzt darauf gucken, warum das so gelungen ist, was sind die Faktoren dafür? Und hat das auch etwas zu tun mit Vorarbeiten aus dem Bereich der Wissenschaft? Also bei Fashion Revolution ist es so, ich muss ehrlicherweise auch auf jeden Fall zugeben, dass für mich selber das Thema erst 2014 wirklich auf die Agenda kam, besonders an Ursula de Castro und Harry Sommers, die nämlich Fashion Revolution als Dachkampagne gegründet haben und vor allem im Social Media Bereich hier, da bewegen mit dem Hashtag Who Made My Clothes, also eine ganz, ganz einfache Frage im Grunde genommen benutzt haben, wäre auch eine Kleine, die wir nicht beantworten konnten. Dafür ist die Grundlage auf jeden Fall die Wissenschaft. Im Grunde genommen, wenn man es mal ganz banal ausdrücken will, was wir tun bei Fashion Revolution ist, wir machen aus Wissenschaft Instagram-Bilder. Und wir machen daraus ein Hashtag und wir verlinken. Wir fordern die Leute auf, ihre Kleidung auf links zu drehen und zu gucken, liebes H&M, liebes Zara, wer auch immer, who made my clothes? Ja, ich möchte Ihnen gerade Jenny vorstellen. Sie sind Professorin für Philosophie hier an der Ruhr-Universität. Sie leiten eines dieser Centers for Humanities and Social Change ein. Sie forschen zur Krise von Demokratie und Kapitalismus. Warum tun das eigentlich so wenig andere Wissenschaftler? Ich weiß gar nicht, ob das so wenig andere Wissenschaftler tun. Zu den Bearbeitungszyklen würde ich sagen, ich meine, man muss auch sehen, dass es dramatisch so etwas wie gesellschaftliche Lernblockaden gibt. Das ist etwas, was Wissenschaftler möglicherweise auch, wenn sie nicht nur Fakten beisteuern wollen und dürfen, sondern auch Gründe dafür, warum bestimmte Themen, bestimmte Krisen eben nicht zum Vorschein kommen. Wenn wir uns überlegen, dass der Club of Rome-Bericht in den frühen 70ern war, ja, dass man sozusagen das ökologische Thema inklusive soziale Bewegungen, die das thematisiert haben, gerade in Deutschland, deutschlandweit wurde das eines der Länder, in dem es als erstes angekommen ist. Und trotzdem gibt es dann eine unendlich lange Zeit, in der eigentlich dann wieder nicht reagiert wird, nichts passiert, die nötigen Innovationen nicht in Angriff genommen werden. Und das sind Dinge, naja, wo Wissenschaft eine Rolle spielen kann, und zwar auf beiden Ebenen, sowohl mit Fakten als auch mit den Reflexionsraum, den man braucht, um herauszufinden, warum gibt es diese Transformation von gesellschaftlicher Unruhe, gesellschaftlicher Unbehagen, sozialen Bewegungen in die Politik hinein eigentlich nicht. Wir haben im Vorfeld dieser Diskussion die Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, ob sie der Meinung sind, dass Wissenschaft sich in Politik einmischen soll. Und sie waren sehr einhellig der Meinung. Cem Özdemir hat eben gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Anita Engels, würden Sie dem zustimmen, dass es im Kern eigentlich eher darum geht, politische Prozesse zu organisieren und vielleicht Wissenschaftler auch eine Rolle hat, die sie stark oder weniger stark wahrnimmt? Oder würden Sie sagen, das sind getrennte Sphären, die zu wenig miteinander kommunizieren? Das war der Eindruck, den wir Journalisten haben. Kurze Antwort ist, ja, das ist ein getrenntes Wehren und das ist sehr wichtig, dass das so ist und so funktionieren kann. Es geht ja in der Wissenschaft in erster Linie, vielleicht etwas zugespitzt und etwas provokativ gesagt, aber in erster Linie um Wahrheitsfindung und Erkenntnisgewinn. Und in der Politik geht es in erster Linie um Macht und Machterhalt. Und das kommt auch aus Ihren Äußerungen, da die vier Jahreszyklen und dann muss man ja auch wieder gewählt werden und so weiter und die Kontinuität. Die demokratischen Strukturen, wie wir sie haben, insbesondere eben diese Funktionärsdemokratie, die ja im Wesentlichen in unserem System abgebildet wird,
führt eben auch zu einer enormen Kurzfristigkeit des Denkens. Und dadurch werden eben viele Dinge nicht getan, die getan werden müssen. Insofern denke ich, müssen wir uns auch überlegen, bei der Betrachtung des Symptoms der ökologischen Krise und der verschiedenen anderen Themen im Bereich der Wirtschaft und so weiter, wie wir Demokratie zukünftig anders organisieren können, sodass wir eine größere Hinwendung dazu haben, die Dinge zu tun, die richtig und notwendig sind. Herr Regmas, Sie haben jetzt die enorme Kurzfristigkeit des politischen Denkens kritisiert. Frau Jeggi, Sie sagten auch, in 3 Schritten heraus aus der Krise, da ist man bei der Philosophie am falschen Platz. Wie könnte es denn aussehen, vielleicht in 10 oder 12 oder 17 Schritten raus aus der Krise? Naja, in 10 oder 12, also in 3 Schritten raus aus der Krise, da ist man falsch am Platz, sollte ja nicht sagen, wir wollen nichts tun und wir wollen nicht solche Prozesse anstoßen. Das wollen wir natürlich, aber zu den 17 Schritten, das ist komplex, zu den 17 Schritten gehört zum Beispiel etwas, was gerade schon angeklungen ist, was meiner Meinung nach eigentlich der Fortschritt in der Diskussion der letzten, ja, eigentlich fast erst im Monat so wichtig ist, dass nämlich die Frage der ökologischen Krise, der Klimaproblematik mit der sozialen Frage überhaupt in Zusammenhang gestellt worden ist. Der 2. Punkt ist tatsächlich der Demokratie. Also es gibt ja den Satz, die Krise aus der Krise der Demokratie führt nur heraus mehr Demokratie und nicht weniger. Und ich glaube, auch das ist etwas, was gerade sehr viel diskutiert wird und wo die Wissenschaft, auch die Philosophie, obwohl man da immer denkt, die sind sozusagen am fernsten von allem, was beitragen kann, das mit zu reflektieren. Was heißt das eigentlich? Dass es kurzsichtig wäre zu sagen, naja, ist doch ganz klar, die nötigen Maßnahmen, die können wir viel konsequenter durchsetzen, wenn wir nicht so viel nachfragen, ob es dafür Konsens gibt oder nicht. Daran was zu drehen und zu zeigen, warum man auch da mit mehr Demokratie und indem man sozusagen das, was gesellschaftlich gewollt, gewünscht und was es da an Krisenerfahrungen gibt, anders sich alles artikulieren lässt, dass das die Lösung dafür ist und nicht einfach zu sagen, wir wissen es jetzt besser, die Wissenschaft und die Politik zusammen machen jetzt sozusagen in einem autokratischen Modus die Erstkrisenbehebung. Auch das ist eine Diskussion, die, glaube ich, jetzt gerade erst so richtig ankommt. Müssen, wenn ich Sie da unterbrechen darf, also natürlich sollen, sage ich mal verkürzt, die Lösungen zu Demokratie passen. Aber das stimmt ja, was John Huston hier sagt. Schon Anfang der 80er Jahre war der Klimawandel Thema und jetzt haben wir 40 Jahre später oder 35 Jahre später vielleicht einen gesellschaftlichen Konsens. Wir haben sie da mal zur deutschen Familie feiern, vielleicht nicht unbedingt der beste Zeitpunkt. Da haben wir ein Plakat gemacht, das das Thema zur Schiffssache erklärt hat. Und das war unsere schlimmste Niederlage, die wir je hatten in unserer Parteiengeschichte. Und wir sehen uns unter der Überschrift dieser Diskussion und die Frage des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik nochmal versuchen, ein paar Handlungsanweisungen, ein paar Ideen zu sammeln, die Frage, wie man das tatsächlich gestalten kann. Wir haben mit unterschiedlicher Geschwindigkeit schon gesprochen, darüber, dass Wissenschaft noch etwas langsamer braucht, dass Politik aber auch mit gewissen Umsetzungsthemen etwas langsamer braucht. Jim Huston, wenn Sie einen Vorschlag machen müssten für die Neugestaltung oder Andersgestaltung dieses Verhältnisses, was wäre dort anders? Wir haben über den falschen Prozess darüber gesprochen, dass es keinen Sinn macht, dass Wissenschaftler keine Könige werden, aber vielleicht müssten im Sinne von Platon mit dem Philosophenkönig die Politiker etwas wissenschaftlicher werden. Was denken Sie? Es schadet mir nichts. Ich aber auch die Wissenschaft, die aus der Verantwortung entlasten kann, knüpfen an das, was Professor Engels gesagt hat. Was würde Humboldt heute machen? Humboldt würde, glaube ich, sich sehr, so wie sie es auch gemacht haben, darum bemühen, dass sie nicht elitär sich im Elfenbeinturm zurückziehen, sondern die breite Gesellschaft, wenn es auf eine Art und Weise macht, dass man dabei auch Leute mitnimmt, die vielleicht nicht schon von vornherein überzeugt sind und die Erkenntnisse alle teilen. Das ist auch das, worauf es jetzt, glaube ich, ankommt, dass wir eine breite Überzeugungsarbeit leisten, dass die Wissenschaft auf die breite Gesellschaft losgelassen wird, um es elastisch zu sagen. Weil das werden wir alleine nicht im Kreuz haben, um das auch sehr deutlich zu sagen, sondern da ist Fridays for Future kommt ein immenses Verdienst zu, dass ihr etwas geschafft habt,
was Jahrzehnte vorher viele nicht in dem Maße geschafft haben, nämlich das Thema Wucht auf die Tagesordnung zu bringen, und zwar ganz nach oben. Das ist in allen Umfragen mittlerweile in der Prioritätenliste massiv oben. Das erleichtert es natürlich auch, Maßnahmen zu beschließen, für die man vorher keine Mehrheit bekommen hat oder Angst hatte, das sei aus der Kurve. Humboldt würde sich einmischen über den Zusammenhang von Wissenschaft und Politik heute. Das war die Podiumsdiskussion als Anlass der Festwochen zum 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ja, hallo nochmal. Vielleicht abschließend einfach ein paar Gedanken zu dem, was wir gerade erlebt haben. Zum einen beschäftigt mich vor allem, dass die gesamte Diskussion sich um das Thema Klimawandel drehte. So als würden alle Fragen zum Thema Wissenschaft und Politik mit dem Thema Klimawandel behandelt werden können. Das ist ja aber nun nicht wahr. Also zum Beispiel gibt es wissenschaftliche Diskurse und Forschungen zum Thema 5G. Es gibt wissenschaftliche Forschungen in der Pharmaindustrie oder zum Thema Medikamente. Es gibt die Problematik mit Pestiziden und Glyphosat. Es gibt unsere Wirtschaft, unser neoliberales Wirtschaftssystem, und das ist auch irgendwo am Ende, und dazu gibt es auch Wissenschaft. Und es gibt das Thema Frieden. So, also es gibt ganz viele Themen, wo die Wissenschaft eigentlich mal nachhaken müsste und wo sie, so sehe ich das jedenfalls, ganz oft keine Plattform hat, keine Möglichkeiten zu veröffentlichen, zu verbreiten, aufzuklären, einen Diskurs anzuleiern, zu starten und so weiter, die Öffentlichkeit zu erreichen. Das fehlt. So, was haben wir heute erlebt? Also ich habe den Eindruck, dass viele der Podiumsgäste durchaus total motiviert sind, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und tolle Ideen haben und sich ganz viele Gedanken machen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, dass eben diese ganze Diskussion ja klein gehalten wird. Einmal thematisch, dass es auf der Linie bleibt, nämlich Klimawandel und sonst nichts. Und dass es auch nicht unterstützt wurde, den Themen auf den Grund zu gehen. Also den Fragen nach Demokratie, nach der Wirtschaft. Wenn spannende Einwürfe kamen von den Podiumsgästen, dann wurde das nicht in der Form moderiert, dass man dem auf den Grund geht. Ist die Wissenschaft unabhängig? Was braucht die Wissenschaft, damit sie wieder unabhängig werden kann? Welche Probleme haben wir in unserem System? Warum ist es so, wie es ist? Das wurde nicht zu Ende erforscht, sondern stattdessen wurde eigentlich an der Oberfläche, an der Symptomatik diskutiert, und zwar zum Thema Klimawandel. So, warum? Also, es hat was von der Diskursvermeidung, hat schon was von Ablenkung. Also die Vermeidung, dass wirklich Lösungen gefunden werden. Und ich persönlich habe das wahrgenommen als eine Diskrepanz zwischen Moderation und Fragestellung. Ja? Also irgendwie wurde ein bisschen was anderes moderiert, als da ausgeschrieben war als Fragestellung. Ja, kann man sich fragen, warum? Was mich sehr berührt hat, ist, dass wir ja gleich nach der Veranstaltung eben noch die Gelegenheit hatten, mit Podiumsgästen zu sprechen, und das war ja dann ein anderes Setting, nämlich unsere kurzen Interviews, und dann war es irgendwie anders als da oben. Ja, ich wünsche mir für die Zukunft, dass es wieder wirklich unabhängige, wirklich lösungsorientierte Netzwerkveranstaltungen und Podiumsdiskussionen gibt, in denen den Dingen wirklich auf den Grund gegangen wird. Das ist mein Wunsch. Ich hoffe, es war spannend für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.